Moinsens und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hogwarts. Und wir bewegen uns hier gerade in Hogsmeade und müssen jetzt drüben zu Ollivanders und unseren Zauberstab holen. Warte. Rebellion. Da haben wir natürlich ein paar Punkte noch hier, wenn wir da sind. Bei Merlin prächtigem Bart. Nicht schon wieder. Mal gucken, ob er genauso aussieht, wie ich mir vorstelle. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment, bitte. Oh, ihr kennt doch alle. Gehen auf Potter. Ah, guten Tag. Ich suche einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer fünften Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Oh. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Na? Probieren Sie diesen aus. Ach, er geht. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Oh, jetzt müssen wir ihn richtig ausprobieren. Zauberstab fertigstellen. Oh, geil, wir können den selber machen. Wie cool ist das denn? Okay, dann lass mal gucken. Okay. Oh, hier Variation. Faszinierend. Ich will dunkel haben. Dunkel finde ich ziemlich cool. Klassisch schwarz. Ein bisschen verdreht. Oh, der sieht nicht so schön aus. Wirklich interessant. Der sieht gut aus. Gibt es den auch in... Na. Der ist auch nicht schlecht. Mit ihm hier. Faszinierend. Der sieht richtig knochig aus. Oh, den dunkel? Oder was mit dem? Wirklich interessant. Mal durchgehen hier. Also ich weiß nicht warum, mir sagt irgendwie der hier hinten am meisten zu. Faszinierend. Der ist zwar dieses Weiße, sieht nicht schlecht aus. Und diesem Roten sieht es auch ganz cool aus. Na, wir nehmen erstmal den Roten. Wirklich interessant. Faszinierend. Hallo, Kiefer ist ja wohl super. So, wie viel Zoll soll das Ding haben? Jetzt ein 1/4 Zoll? Wirklich interessant. Flexibilität, leicht nachgiebig. Spröde, oh nee. Unnachgiebig. Leicht nachgiebig. Faszinierend. Elastisch ist gut.
Lass uns gucken. Was hat der hier? Drachenherzfaser, Einhornhaar oder Phönixfeder? Was steht noch unten? Drachenherzfaser, die als Zauberstab kennt, die du bekanntlich mächtige Magie erzeugt. Das als Zauberstab kennt, die du bekanntlich beständige Magie erzeugt. Die Feder des Phönix, das als Zauberstab kennt, die du eine große Band an Magie erzeugen kann. Ich glaube, ich nehme die Phönixfeder. Ah, die Phönixfeder. Außergewöhnlich selten und ein Kern mit einem Hang zur Initiative. Ich glaub, was meinen Sie? Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Na, wie hat sich das angefühlt? Sehr gut. Gut, anders. Ich habe so etwas wie ein Auffallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Natürlich. Und ein Phönix-Federkern ist schrecklich wählerisch. In der Tat eine ausgezeichnete Wahl. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Okay, das haben wir. Jetzt fehlt uns nur noch... Revelio. Jetzt fehlt uns nur noch der Rest, ne? Ein paar Bücher. Nicht mal ein Haus, so hart wie ich. Jo, sieht schon besser aus. Tag hier. Jo, gut, also wir brauchen noch... Können wir das auswählen direkt? Warum kann ich denn hier jetzt meine Sachen nicht sehen? Okay, da müssen wir wahrscheinlich hin. Oder Pippins, genau. Einmal mal hin zu Pippins. Da! Revelio! Willkommen bei Jane Pippins. So. Reden wir mit ihm mal. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, Sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl... Sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke, Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich, um ein paar Rezepte abzuholen. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Ja. Wie kann ich heute behilflich sein? Okay, was brauchen wir denn? Kostet nichts, nehmen wir mit. Kostet auch nichts mehr mit. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Wir haben leider keine Kohle oder kommen für den Sie Kram, wieder, ne? Wenn Sie es heute eilig haben. Ja. Ich kann auch Sachen verkaufen hier. Wie das zum Beispiel. So.
Aber ich will es nicht weiter kaufen. Das brauchen wir nachher nochmal für irgendwas. Wie kann ich heute behilflich sein? Achso, das war's schon. Nee, ich habe alles. Rebellion. Gut, hier wieder raus. So, jetzt müssen wir noch Wälzer und Schriftrollen und die magische Rübe. Wälzer und Schriftrollen, wo ist das denn? Wälzer und Schriftrollen müssen ja irgendwas mit Büchern zu tun haben, vielleicht da? Genau, gehen wir erstmal dahin. Das ist schon ganz gut mit der Karte, sonst würde man hier dumm und dämlich laufen. Garten, irgendwo im Garten. So. Rebellion. Muss hier um die Ecke sein. Da. Geh mal rein. Ein neugieriger Geist. Diese verzauberte Treppe im Laden Wälzer und Schriftmann offenbart sich, wenn ein bestimmtes Buch bewegt wird. Der Inhaber Thomas Brown verkauft. Okay, eine Treppe offenbart sich. Aber weiß ich, welches Buch es ist, ne? Ach, hier. Ah, ich glaube, das können wir jetzt nicht rausfinden. Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mathildas Schüler also. Dachte ich mir, dass sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer. Thomas Brown. Dann hatten Sie Ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex, aber da helfen meine Zauberanweisungen. Bleiben Sie dran, dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Einen Pflanztisch und eine Tränkestation, ja? Das klingt richtig. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Okay. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Das kostet mich leider am Anfang alles nichts, ne? Sauberweise ein kleiner Tank. Okay, eine kleine Station. Falls es Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Wow, ich meine, wir müssen wahrscheinlich noch Gold irgendwie bekommen, weil so viel Gold habe ich ja nicht mal. Wenn ich überlege, also ich bin gespannt. Schauen wir uns mal an, was okay. Wir haben. Krass. Rebellion. Hier sieht es auch gemütlich aus, oder? Da möchte ich mich auch glatt hinsetzen. Was ist das denn hier für ein Wälzer? Ach, der, ach, guck mal. Okay. War nicht so schwer zu finden. Hier irgendwas Besonderes hier oben? Ist die Frage. Naja, da ist eine kleine Kiste. Da gab es nur Kohle drin. Nein, 57 Gold. Kann man immer gebrauchen. So, das letzte ist die magische Rübe. Hat wahrscheinlich irgendwas mit Kochen zu tun. Die magische Rübe, okay. Okay, in die ganz andere Richtung, aber das macht ja nichts. Man kann sich ein bisschen verlieren hier, ne? In den coolsten Sachen, die wir hier haben. Kohle. Da können wir noch nicht rein. Da drin ist aber Wasser, da können wir noch nicht rein. Okay. Oh, wir müssen in diese Richtung. Habt ihr es gehört? Wer mit den Händen arbeitet, ist nicht besser als ein Muckel. So.
Ah, warte. Kommt nochmal zurück. Die Seite. Okay. Kann ich ins Wasser? Klar kann ich ins Wasser. Okay, ab zur Rübe. Hm. Das wird sie sein, die magische Rübe. Oh, guten Tag. Hallo? Wie cool sieht das Huhn aus, bitte sehr. Okay, finde ich nicht so geil. Nein, geil. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Dip-Tam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als großes Abenteuer. Bravo. Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Dip-Tam-Samen aus. Oh ja. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Die kann man auch sammeln, aber es ist alles. Ich gehe besser und suche Natti. Ich dachte, ich könnte ein bisschen. Revelio. Wie heißt es? Dass ich noch was finden könnte hier, also verkaufen könnte von den Sachen, die ich eingesammelt habe, an Kräutern. Hätte ich jetzt gedacht. Habe ich auch nicht gefunden. Aber hier wegpflücken kann ich wahrscheinlich nicht. Nein, nein. Das wäre cool gewesen. Wo ab zu Natalie? Revelio. Wenn du mich stören willst, kannst du. Kann ich da hoch die Leiter? Nee. Was für ein. Nur Deko-Leiter. Da ist sie. Hey, Natalie. Ich habe alles. Ich verstehe jetzt, warum du dich nicht auf einen Lieblingsladen festlegen kannst. Sehen wir uns noch etwas um. Vielleicht ist heute der Tag, an dem ich mich entscheide. Oh, oh, wer ist er denn? Ich hab jetzt gar kein Butterbier getrunken, fällt mir rein. Oh, ein zweiter. Mist, das war dumm. Protego. Okay, Protego ist nicht so weg, dann bei ihm. Mach ich gerade. Schwächen wir ihn denn überhaupt? Weiter so, wir müssen ihn zermürben. Ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen. Das gefällt mir. Mach das nochmal. Na gut, ich kann ihn landen. Also ich wurde die ganzen Kisten erholt, aber. Sieh nur,
Hat lang genug gedauert. Wir müssen dafür sorgen, dass es so bleibt. Oh nein. Toppen, aber ich bin noch nicht tot. So, das müsste es gewesen sein, oder? L1, um alte Magie zu erwecken, okay. Okay, ist das so cool, ihn so zu killen? Ich meine, wir killen ja eigentlich nicht, ne? Eigentlich killen wir nicht. Oh nein, noch ein Troll. Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Anscheinend. Ehrlich gesagt, geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es Ihnen gut? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zum Auror, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen. Natürlich, Officer benutzen, Singer. Oder? Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Dann reparieren wir ein paar Dinge. Repar. Oh, hallo. Haben Sie kurz Zeit? Mal sehen, was er will. Kriegt das ganze Haus hin? Auch, ne? Ah, das ist schon ziemlich cool. Jetzt hat Officer Singer eine Sorge weniger. Na, schon lässig. So, was will er von uns da hinten, Heini? Wollen wir auch noch Helle? Na also, so gut wie noch. Hier drin, der Typ? Wir haben gerade über dich gesprochen. Zwiller. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben. Zum Dank für Ihre heutige Tat. Cool. Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig. Das ist doch das Mindeste. Dann probieren wir das hier doch mal an, ja? Bin mal gespannt. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Kostet mich nichts. Nehmen wir mit. Okay, hier kostet es ein bisschen was. Okay, wir weisen erstmal. Deine aktuelle Verteidigung und Offensive werden rechts oben auf dem Bildschirm angezeigt. Okay, Verteidigung habe ich gar nichts dran. Wähle den Mantel. Okay. Ach, da. Okay, den habe ich und den kann er mir geben. Sieh doch den an. Da kann ich so richtig auch gucken, wie teuer die sind, aber da gibt es natürlich ordentliche Sachen. Oh, hier. Not so bad, not so bad. Da sammeln wir ein bisschen was und dann haben wir nachher richtig schön... Was für eine außergewöhnliche Einführung in Hogsmeade. Ich würde sagen, dass wir und vor allem du uns mindestens ein Butterbier verdient haben. Wollen wir in die drei Besen gehen? Ja, das klingt gut. Wunderbar. Hier entlang, bitte.
Das machen wir definitiv. Aber erstmal muss ich einmal kurz hier reingehen. Denn... kurz auf die Ausrüstung gehen. So, hier haben wir den Sauerstoff gar nicht eingesetzt. Okay, das wusste ich nicht, dass wir das können. Also der bringt uns noch nichts, das Ding. Aber kommt wahrscheinlich noch. Aber über links drin, ne? Was ist hier denn? Guck mal hier. Der gibt es aber gleich schon Verteidigung 3 und der gibt es Verteidigung 7. Keine Eigenschaft angewandt. Okay, den kann man verbessern. Den noch nicht. Lass uns trotzdem einmal den hier erstmal anziehen und dann ziehen wir den anderen, wenn wir den das können. So. Tauglich Gegenstände, wenn sie bei schauen Sie sich nur ganz in Ruhe in meinem Laden. Jetzt haben wir irgendwas. Also wie man die Dinger nachher aufkriegt, würde ich auch mal gerne wissen. Aber das kommt wahrscheinlich noch. Also diese Kisten, ne? Ein Spikoskop ist eine Art Antiobskurant und dreht sich, pfeift und leuchtet auf. Aber die Kiste können wir trotzdem auch machen hier. Wo ist Nettie? Da. Komm mal in die drei Besen. Wenn das nicht zu Fall ist, triffst du vielleicht Sirona, die Besitzerin. Sie ist sehr charmant und eine mächtige Hexe. Es ist gut, sie zu kennen. Oh, passiert da was? Hä? Ah, du sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind ran. Dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier. Oh, hat er uns gesehen? Wurden wir gesehen? Ich glaube nicht. Was macht dieser Kobold mit Victor Rookwood? Renrock arbeitet mit Rookwood? Das ist der Kobold vom Tagespropheten. Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, lass uns in die drei Besen reingehen. Okay. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Oh, sehr männliche Stimme, die Sirona, oder? Ich werde jetzt nicht, dass es eine Frau ist, im ersten Moment. Oh, was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ist mein erstes Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Dieser Angriff. Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein ein Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Danke dafür. Aber gern. Im Ernst. Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Wie passend. Also sieht so aus, also ich finde, vielleicht haben sie die ja benutzt, damit sie so ein bisschen was gegen die Rowling machen können. War das Lord Gok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug?
Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Trolle? Nicht mehr warum. Und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Das stimmt. Einige jetzt Aufträge wäre wohl haben ein guter Zeitpunkt, um zum Schloss zurückzukehren. Ah, okay. Dann lass mal wieder reden vor den drei Wesen. Oh, es wird langsam dunkel. Oh, das sieht irgendwie gemütlich aus hier. Ich bin heilfroh, dass Sirona da war. Und dass solche Schurken wie Rookwood und Harlow sie nicht einschüchtern. Ich möchte verstehen, was hier vor sich geht und hoffe, du erzählst es mir. Aber erst einmal sollten wir zum Schloss zurück. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich will nicht, dass sie sich sorgt. Du musst für die Nacht in den Gemeinschaftsraum zurückkehren. Nutze die Karte, okay? Gemeinschaftsraum, reisen. Das ist natürlich praktisch. Sollte er direkt dahin reisen können. So. Genug der aufregenden Taten. Ich glaube, wir haben gut was erreicht hier schon heute. Und machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.